Servus meine lieben Freunde und recht herzlich willkommen hier wieder zurück zu einer weiteren Folge von City Skylines und heute beginnt das ländliche Gebiet. Die Karte habt ihr jetzt schon ein bisschen im Intro gesehen, ich habe jetzt so ein paar Kamerafahrten gemacht und ich fand die einfach wirklich passend für mein ländliches Gebiet. Hat so verschiedene Bereiche, hat man ja so farblich gesehen. Das sind halt unterschiedliche Rohstoffe wie Agrar, wie Forstwirtschaft. Okay, Forstwirtschaft, das wäre eher weltliches Gebiet, aber dann Agrar, wo ich bauen kann, das war mir halt sehr, sehr wichtig. Weil ja, im ländlichen Gebiet möchte ich auch viel mit Agrar bauen. Und ja, Forstwirtschaft, das kriegt man ja in jedem Wald hin, denke ich mal. Dass man da ein bisschen was aufbaut. Und da möchte ich mal gucken, wie man das alles machen. Vielleicht mal ein paar größere Gebiete, ein paar kleinere Gebiete. Aber alles beginnt halt hier jetzt mit, ich sage mal, Industrie, also normaler Industrie, weil ich einfach gucken wollte, dass ich halt auch alles, was ich gebaut habe, irgendwie bezahlen kann. Und deswegen habe ich gedacht, beginne ich da mal mit Industrie. Muss dann halt im späteren Verlauf auch ein bisschen gucken, wie ich es mache, weil Agrar- und Forstwirtschaft braucht, glaube ich, hauptsächlich Ungelernte. Und ich weiß auch, dass natürlich gelernte Arbeiter dort arbeiten werden, aber die werden nicht wirklich zufrieden sein. Es wird halt auch immer andere Jobs geben für die. Und deswegen wird es halt immer so ein bisschen problematisch sein, denke ich mal. Aber da werde ich mal schauen, dass ich halt hingehe und vielleicht ein paar Ortschaften baue, die jetzt nicht so, also die zum Beispiel gar keine Schule haben und dort halt dann auch viel mit Agrar- und Forstwirtschaft bauen werde. Da muss man einfach mal schauen. Wie gesagt, es beginnt halt auf jeden Fall hier alles mit dem normalen Anfang eigentlich. Ich versuche mal ein kleines Städtchen hochzuziehen. Habe mir auch gedacht, dass ich natürlich auch jetzt nicht hingehe und eine kleine Ortschaft anfange, sondern ich habe jetzt schon mit einer etwas größeren Stadt angefangen, weil ich wollte halt auch unbedingt, wie gesagt, auch ein paar Einwohner dazu bekommen. Ich wollte halt für den Anfang dann auch ja, nicht im Minus bleiben, sondern ich wollte meine Stadt ins Plus bekommen. Die Autobahn Auf- und Abfahrt ist natürlich schon fertig und deswegen habe ich mich jetzt hier dran gemacht und geguckt, dass ich halt erstmal überlegt, wo ich mein Städtchen bauen möchte, wie ich es verbinde. Habe dann halt wieder mich entschlossen, so ein Dreieck zu bauen, was dann in die Stadt reingeht, wie ihr jetzt gleich sehen werdet hier. Finde ich irgendwie ganz cool immer trotzdem. Das kann ich immer nur wiederholen. Weiß nicht, finde ich einfach passend, weil man da auch so ein Bäumchen und ein Büschchen reinsetzen kann. Und hier beginnt dann so meine kleine Stadt. Ich nenne es mal einfach kleine Stadt. Was würdet ihr sagen, so bei 4.000 bis 5.000 Einwohner? Wobei die auch noch größer wird, aber jetzt nicht in der ersten Folge. Ich habe jetzt hier so mit meinem Städtchen angefangen, was aber auch nicht die größte werden soll. Ich habe aber halt auch viel mit dicht besiedelten Wohngebieten gearbeitet, wodurch man halt dann auch schnell natürlich Leute dazu bekommt. Aber wie gesagt, ich fand es halt wirklich wichtig, am Anfang ein paar Arbeiter zu haben und natürlich umso mehr Einwohner, natürlich umso mehr Steuerzahler, umso mehr Arbeiter für Berufe und dadurch kann man dann halt schon gut aus dem Miesen rauskommen und gerade seine Versorgungsgebäude, die ja bei mir jetzt nicht wirklich so schlau gewählt sind, weil ich natürlich auch gerade fürs Abwasser ein bisschen Geld investiere und dort halt gucke, dass ich da jetzt so eine Bioanlage baue, weil Bioanlage halt besser ist, weil der ganze Dreck dann halt eher, also eher sauberes Wasser wieder zurück in den Fluss gelangt und dann nicht so eine braune Brühe ist. Und ja, da ich das bauen kann, investiere ich da lieber ein bisschen mehr Geld rein. Aber was so beim Strom habe ich diesmal so ein bisschen erstmal gespart. Da habe ich halt Windkraft gebaut, was aber auch nicht ewig reichen wird, denke ich mal. Hier beginnt es auf jeden Fall. Hier geht es so ein bisschen in unsere Innenstadt gerade. Das soll so eigentlich der Mittelpunkt der Stadt werden, wo halt so das Hauptzentrum ist, da werden auch die meisten größeren Gebäude sein, also die dicht besiedelten Wohngebiete, schon in diesem Bereich, wo ich gerade gebaut habe. Und drumherum sollen dann halt eher die kleineren Gebäude sein. Und wie ihr hier schon seht, im Green City Style. Ja, das ist unsere zweitletzte Stadt, wo ich starten muss. Also jetzt fehlt nur noch die Industriestadt.
Die Industriestadt ist die einzige, die ich noch nicht angefangen habe und die aber jetzt auch noch kommen wird. Und dann haben wir alle 5 Städte eigentlich schon mal begonnen, was schon mal sehr, sehr cool ist auf jeden Fall, weil man dann jetzt halt langsam aber sicher hingehen kann und natürlich auch spezielle Bereiche bauen kann. Das heißt, dass ich mich vielleicht eine komplette Folge nur irgendwie um Straße oder um Zug kümmere und solche Dinge halt machen kann. Dadurch, dass ich halt auch immer gucke, dass natürlich direkt in der ersten Folge meine Stadt halt auch ins Plus geht, dass ich halt da Geld verdiene mit meiner Stadt und nicht in die Miesen gehe, ist es halt ganz gut, dass sie halt dann auch funktioniert. Aber trotzdem braucht man halt gerade am Anfang oder muss man am Anfang sehr darauf achten, dass die Leute halt alles haben. Und dann kann man erstmal sich um andere Sachen auch kümmern, solange man halt die Stadt nicht irgendwie vergrößert, läuft die dann eigentlich meist gut weiter. Hier habe ich mir gedacht, so zwischendurch so eine kleine Baustelle, habe dann so ein bisschen rumgeguckt, habe jetzt auch hier so einen Zaun drum gezogen, wollte einfach auch zwischendurch mal ein bisschen was anderes haben, außer einfach die Wohngebäude. Ihr seht, hier habe ich viel mit Dichtbesiedeln gebaut, die ich aber halt so, ja, klein von den Feldern halt nicht ganz ausgefüllt habe, was möglich war, sondern habe dann halt eher kleinere Sachen gewählt, wie ja, Häuser 2x3 oder so als Beispiel. Und da sind halt so die kleinen Wohnblöcke entstanden. Dadurch, dass ich ja auch im Green City Style arbeite, sieht es halt auch sehr interessant aus. Da habe ich jetzt selbst in meinem Green Cities Projekt nicht so viel mit gearbeitet und möchte ich halt hier auf dieser Karte machen und möchte das halt auch ausnutzen, da ich das DLC halt auch mal komplett sehen möchte und habe mir gedacht, wäre halt ganz schön auf jeden Fall für dieses Projekt. So, hier machen wir auch noch dicht, damit da keiner reinkommt, außer durch die Ein- und Ausfahrt. Und probiere jetzt halt oder verziere halt meine Baustelle noch mit so ein paar Details, die ich halt so nach und nach raussuche, was eigentlich alles komplett spontan ist, weil ich selbst immer noch nicht weiß, was ich alles besitze. Hier seht ihr schon, dass ich ein bisschen Industrie gebaut habe, was ihr jetzt nicht so mitbekommen habt. Ich habe mich erstmal dazu entschlossen, dass ich so verschiedene Felder mache mit Industrie. Hier habe ich erstmal noch mein Kohlekraftwerk hingebaut, weil ja, mit der Windkraft, da kommen wir nicht weiter. Da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen ausbauen. Und habe dann halt jetzt hier mir gedacht, okay, so verschiedene Bereiche, wo dann Industrie gebaut wird, wäre doch eigentlich ganz schön. Hier wollte ich dann eigentlich Müll hinbauen, habe dann gemerkt, so passt doch nicht so ganz. Und habe das halt dann eben auf die andere Seite gebaut. Und ja, ich möchte keine so gigantischen Gebiete haben. Vielleicht wird irgendwie mal ein größeres Forstwirtschaftsgebiet kommen, wo dann eben Holz abgebaut wird. Aber so Industrie, da möchte ich schon gucken, dass es halt einfach so verschiedene Felder sind, verschiedene Bereiche, die klein bleiben und dann aber dafür immer mal wieder so ein kleines Feld haben, anstatt ein großes Industriegebiet. Und hier habe ich auch ein bisschen versucht, jetzt noch die Innenstadt ein bisschen ja, auszuschmücken. Dadurch, dass es halt so der Mittelpunkt ist, habe ich mir gedacht, könnte man da eigentlich so einen kleinen Spielplatz hinbauen. Die Leute freuen sich, die Leute können da eben spielen. Drumherum sind halt eben die Wohnblöcke, wo auch noch mehr dazukommen werden jetzt gleich, so der eine oder andere. Ist halt, finde ich, passend. Die Leute können dann, haben dann so im Zentrum, irgendwie so drumherum sind eben die hohen Gebäude gebaut und mittendrin ist so ein Spielplatz, kennt man ja eigentlich auch. Und möchte auch in Zukunft, wie bei der Baustelle, wo ich jetzt gerade gebaut habe, auch so komplette Neubaugebiete vielleicht machen, die nach und nach eben aufgebaut werden, aber die halt wirklich so stehen bleiben. Also die Baustellen bleiben nicht so wie bei Green City geplant, dass man dann halt hingeht und so Baustellen hat, wo man weiter bauen möchte und dann diese Baustellen aber wieder abreißt, sondern hier sollen die dann wirklich bleiben und sollen einfach so darstellen, hey komm, da soll noch eine Industrie, soll irgendwas noch entstehen, ein Gewerbegebiet neues oder das und finde ich eigentlich eine ganz coole Idee, immer mal wieder so Neubaugebiete da mit drinne zu haben und durch diese Baustellenfahrzeuge und das ganze Zeug, was man da machen kann, ist es auch mega, mega cool einfach, weil ich mag Baustellen. Hier habe ich so ein bisschen versucht, auch noch so ja, nahe der Innenstadt
würde ich mal sagen, so einen kleinen Wohnkomplex hochzuziehen mit auch hier dicht besiedelten Gebäuden, die halt aber auch jetzt, wie ihr gesehen habt, nicht so groß ausgemalt werden. Hab das ja auch noch ein bisschen weiter gemacht. Das ist eine komplette Sackgasse da hinten, aber da sind einfach noch so ein paar Wohnblöcke hochgezogen. Und mal gucken, vielleicht ein bisschen verzieren noch irgendwie im späteren Verlauf mit ein paar Bäumen, ein paar Büschen, aber sonst glaube ich, ist es ganz schick geworden. Hier habe ich angefangen und habe meine Solarkraft, also meine Windkraft, nicht Solarkraft, meine Windkraft ein bisschen ausgebaut oder habe halt gedacht, möchte ich ein bisschen verzieren. Habe dann hier so einen Zaun nebendran gezogen, habe auch ein bisschen Abstand gehalten zu den Windkraftwerken. Ich habe da ja, wie gesagt, keine Mod aktiviert, dass ich da frei bauen kann. Das möchte ich ja bei diesem 5-Städte-Projekt nicht machen, sondern möchte ich dann vielleicht mir mal vorbehalten, dass ich mal irgendwann speziell so eine Stadt baue und mir das ganze Zeug dann aktiviere, aber erst wenn dieses 5-Städte-Projekt halt vorbei ist. Da habe ich aber auch extra ein bisschen Abstand gehalten mit dem Zaun noch, weil ich da auch so ein paar Büsche noch machen möchte, dass neben dem Feldweg eben so einige Büsche dann sind, ab was ich jetzt aber hier natürlich nicht gemacht habe, noch nicht. Die Idee kam mir erst ein bisschen später oder gerade beim Schneiden auch. Wäre ganz schön, wenn man da so eine Buschreihe hätte und die dann am Zaun entlang geht und da hinten dran eben die Windkraft ist. Ist ganz schick auf jeden Fall. Hier habe ich eine kleine Umgehungsstraße noch gebaut. Ich musste einfach, weil ich habe vor, bei der Windkraft da hinten auch natürlich ein bisschen Industriegebiet zu bauen. Fand ich eigentlich ganz passend da hinten. Und deswegen musste ich halt schauen, dass die Leute halt nicht alle nur über diesen Kreisverkehr herauskommen. So haben wir jetzt halt eine Ein- und Ausfahrt Richtung Autobahn und haben halt auch direkt für die Industrie eine größere Straße, wo ich jetzt erstmal dann halt bis zu dieser Straße baue und dann mal gucken. Da werden wir aber gleich nochmal drauf eingehen. Weil jetzt sind wir hier bei dem Industriegebiet, was ich eben angedeutet habe. Ich habe mir einfach gedacht, so gegenüber könnten wir so ein kleines Industriegebiet bauen. Ich muss halt immer überlegen, wohin mit Industrie, weil das für mich halt sehr, sehr schwierig ist. Und ja, wie erklärt am Anfang in der ersten Folge, wollte ich halt hauptsächlich Industrie bauen. Hier gehe ich dann weiter, baue jetzt noch so ein paar Straßen, sag ich mal, füllt es noch aus, dieses Feld, was ich da gebaut habe. Und ja, baue dann halt das noch bis zu dieser großen Straße eigentlich um und dann ist da aber auch erstmal Schluss und dann werde ich vielleicht nächstes Mal da ein bisschen weiterbauen. Währenddessen hier natürlich so ein kleiner Lagerhallenkomplex hochgezogen wird, so das Gegenstück zu der Industrie, habe ich mir gedacht, könnte man da ein bisschen ausbauen. Wenn ich gewusst hätte, wie teuer die Dinger sind, ich habe da komplett nicht drauf geachtet, hätte ich die natürlich nicht gebaut. So zwischen 5.000 und 20.000 ist da, glaube ich, alles dabei. Das war nicht so die schlauste Idee. Ich meine, es waren 20.000. Ich habe das später nur im Schnitt gesehen. Aber ja, das ist natürlich dann vom Betrag her schon so eine, ja, eine stolze Nummer auf jeden Fall, weil, wie ihr seht, ich habe jetzt auch nicht so viel Geld. Das geht auch langsam vorbei und bis jetzt gehe ich langsam ins Plus. Das ist schon mal ganz gut. Aber natürlich, wie man so eine Stadt kennt, schwankt es auch dann ganz schnell mal wieder. Hier, wie vorher schon angedeutet, wird dann ein bisschen ausgefüllt jetzt noch werden. Und bis zu dieser großen Straße rechts baue ich jetzt diese Folge noch. Und rechts davon möchte ich nächstes Mal dann ein bisschen weiterbauen. Möchte das dann aber auch irgendwie ins Ländliche übergehen lassen. Vielleicht baue ich dort ein paar Felder hin. Vielleicht eine Sportanlage oder so. Muss man mal schauen. Hier habe ich halt noch ein bisschen die Schule mit eingebracht. Und drumherum werden jetzt einfach noch so das ein oder andere Wohngebiet gesetzt und Gewerbegebiet, damit es dann auch ausgefüllt ist, aber halt alles eher niedrig besiedelt, damit es einfach kleine Gebäude bleiben.
wo mir so ein bisschen die Ideen ausgegangen sind für meine Stadt, wie ich weiterbauen möchte. Und die Sachen, die ich jetzt gerade erzählt habe, mir erst später kamen, natürlich mit dem, ja, ein bisschen Felder dorthin bauen, habe ich mir gedacht, ziehe ich mal eine Straße hier, so eine Brücke rüber. Ich glaube, man kann auch die ganzen Pillar da irgendwie markieren und dann in einem hochsetzen mit Moffit. Das habe ich aber noch nie wirklich gemacht. Habe ich jetzt auch hier nicht probiert. Geht eigentlich auch so, ne? Und habe dann jetzt hier versucht, dass die Brücke halt einigermaßen gerade verläuft. Ich habe da unglaubliche Probleme immer, diese Brücken und auch Tunnel und so, dass die halt einfach gut verlaufen. Die Tunnel, die gehen dann schräg nach oben irgendwie den Berg. Richtig steil. Die Brücken haben ganz komische Formen. Deswegen ohne Moffit, boah, da wäre ich, glaube ich, ewig an dieser Brücke gesessen. Vor allem, weil halt es so leicht in die Schräge geht, dann in den Fluss. Und die Brücke halt dann wahrscheinlich später anfängt. Oder ich hätte halt höher anfangen müssen. Wie dem auch sei. Hier baue ich auf jeden Fall so auch so ein kleines Dörfchen, und da könnt ihr auch gerne mal so ein paar Vorschläge in die Kommentare schreiben, dadurch, dass ich die halt alle mit Green Cities ausschmücken oder halt markieren möchte. Oder ja, dadurch, dass ich Green Cities halt bauen möchte, muss ich die ja markieren, die Bereiche, und dadurch kann ich auch jedem Bereich einen eigenen Namen geben, wie ihr hier seht. Und wenn ihr Vorschläge habt, egal in welchem Stil, im europäischen, amerikanischen Stil, ich nehme da jede Stätte, tue ich das ein bisschen offscreen umbenennen, tue mir das ein bisschen notieren halt und umbenennen, und dann kann man das auch so ein bisschen benennen, die einzelnen Ortschaften, was, glaube ich, auch ganz schön ist. Hier versuche ich auf jeden Fall so eine kleine Ortschaft nur zu bauen, obwohl ich da auch immer ein bisschen weiter jetzt hier am Ausmalen bin, aber da muss ich mal gucken, da habe ich jetzt halt auch ein bisschen mit angefangen, aber die ist auch noch lange nicht fertig. Da habe ich probiert, einfach so an den Hauptstraßen, die halt hier durchführen und in verschiedene Richtungen gehen, ein bisschen Gewerbe. Hier möchte ich dann so ein paar größere Gebäude bauen, da wo ich die Abzweigung baue. Da werden also auch wieder dicht besiedelte Sachen hinkommen. Aber erstmal war es mir wichtig, dann auch in diese Richtung so eine Abzweigung zu haben, weil hier drüben wird dann halt auch vielleicht so ein kleines Gewerbegebiet noch hinkommen. Ich weiß es nicht. Da muss man einfach mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt, was ich da noch bauen werde. Das sind so die Ideen, die ich halt hatte. Das ist, wie gesagt, immer alles spontan gebaut, die ganze Geschichte. Deswegen, das, was ich hier so im Nachhinein so ein bisschen erzähle, das sind auch Ideen, die mir danach gekommen sind. Weil ich finde halt, es ist einfacher, sich Ideen zu haben, gute Ideen zu haben, die man dann auch umsetzen möchte in seiner Stadt, wenn man die Stadt schon angefangen hat, weil man sich dann einfach sein Städtchen auch ein bisschen vorstellen kann, in welche Richtung es gehen soll. Also nach dem Anfang, finde ich, ist es um einiges einfacher weiterzubauen für mich. Ich weiß nicht, ob das bei euch genauso ist. Bei mir ist es auf jeden Fall so. Und da bin ich mal gespannt, was mir da noch für Ideen kommen oder euch für Vorschläge. Weil zwischen den Projekten liegt ja immer so ein bisschen Zeit. Das ist gut, dass ich 5 Städte habe. Da kann ich dann gut immer mal auf eure Kommentare eingehen und die dann halt auch vielleicht zeitnah umsetzen. Aber jetzt endet das Ganze. Hier bauen wir noch unser kleines Restaurant, unsere Parkplätze, hier die größeren Gebäude. Dann schmücke ich das hier noch aus, aber danach ist auf jeden Fall Ende. Ich wünsche euch auf jeden Fall was. Macht's gut, und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Tschüss.